Michelle und Eric Philippi, großes Bangen um ihre Sicherheit, Ausrufezeichen. Denn seit Bekanntwerden ihrer Liebe stehen die beiden Schlagerstars im Kreuzfeuer der Kritik, wegen ihres Altersunterschieds von fast 25 Jahren. Die Kommentare gingen weit über Mobbing hinaus, erinnert sich Michelle laut Freizeitwoche. Und Eric sagt, ich war erstaunt, wie viel Hass man wegen seines Privatlebens von Fremden erfahren kann. Das ging bis hin zu Morddrohungen. Fremde haben mir gesagt, dass Michelle meine Mutter sein könnte. Was geht mich das an? Jeder hat das Recht zu lieben und zu sein, wie er will. Jetzt gehen die beiden mit ihrem Freund und Kollegen Florian Silbereisen, 42, auf große Tournee. Start ist Ende März. Die Vorfreude ist groß. Aber auch die Angst. Denn wenn sich Eric und Michelle in der Öffentlichkeit zeigen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder beschimpft werden, oder man ihnen nach dem Leben trachtet. Babyhammer mit 52 Jahren, damit hat Schlagerstar Michelle nicht gerechnet. Hinter Schlagerstar Michelle liegt ein turbulentes Jahr. Doch auch 2024 hält für die 52-Jährige eine offenbar die ein oder andere Überraschung bereit, sie wird Oma. Während eines Live-Konzerts in Stadtallendorf ließ die Welli-belebt-Interpretin jetzt die Babybombe platzen und erntete dafür großen Applaus vom begeisterten Publikum. Ihre älteste Tochter Celine erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Die 27-Jährige wurde 1997 geboren und stammt aus Michelles gescheiterter Beziehung mit dem ehemaligen Windsänger Albert Oberlohr, 61. Das Ex-Paar war in den 90er Jahren sogar miteinander verheiratet. Im Gegensatz zu ihren Eltern und ihrer Halbschwester Marie Reim, 23, hat Celine jedoch keinen musikalischen Karriereweg eingeschlagen. 2017 hat die werdende Mutter an der Theaterakademie in Köln ihren Abschluss gemacht. Ihr Privatleben hält sie allerdings so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Ganz anders als bald Oma Michelle. Die Schlagerqueen sorgte zuletzt für reichlich Schlagzeilen. Allen voran mit ihrer Liebe zu ihrem 25 Jahre jüngeren Kollegen Eric Philippi, 26. Obwohl ihre tiefe Verbindung zueinander unübersehbar ist, finden sie nicht überall Akzeptanz. Das Paar sah sich sogar mit heftigen Morddrohungen konfrontiert, und das allein aufgrund des Altersunterschieds. Wer Liebe lebt, Interpretin will ihre Musikkarriere an den Nagel hängen. In der Vergangenheit hatte die Sängerin bei der Partnerwahl eher kein glückliches Händchen bewiesen. Sie hat drei Kinder von drei verschiedenen Männern und war bereits zweimal verheiratet. Doch diesmal ist alles anders, wie sie selbst beteuerte. Wir wollen einfach der ganzen Welt zeigen, dass wir wirklich glücklich sind, betonte die Schlagerqueen. Es wird immer Menschen geben, die mit irgendetwas nicht einverstanden sind. Das beste Rezept gegen die Kritik sei einfach Beständigkeit. Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben vor eineinhalb Jahren auf einem Konzert. Seit April 2023 sind sie ein Liebespaar. Eigentlich war sich Michelle sicher, diesmal nicht den ersten Schritt zu machen. Doch es kam anders. Nachdem sie zuletzt bereits ihr Karriereende angekündigt hatte, kann sich die attraktive Blondine wohl bald voll und ganz auf ihre neue Rolle als Großmutter konzentrieren.